Hallo, liebe Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Skybounce. Ich bin jetzt hier gerade auf der Insel vom Slathead. Ich habe ein bisschen mit ihm getradet. Er war gestern auf meiner Insel, hat so ein bisschen gefarmt und hat mir hier so Sachen dafür gegeben. Einmal Legendary Relict und Anxious Rune, die tue ich zum Opening. Und eine 20er Enchanting Crate. Das ist überkrass. Also die ist echt viel, viel wert. Ich überlege, ob ich die vielleicht sogar verkaufe, weil ich gerade ein bisschen wenig Money habe. Aber ne, komm, ich tue sie lieber in unsere Opening-Kiste rein. Zack, zack, zack. Und jetzt kommen wir mal zum wichtigen Teil der Folge. Das, was vermutlich alle interessiert. Was ist aus dem Easter Event geworden? Einige wenige haben vielleicht schon gesehen, dass ich in Full Bunny rumgelaufen bin. Das ist aber noch nicht das Einzige. Erstmal, hier steht unser schöner Bunny-Spawner. Davon ist einer hier. Und ansonsten besitze ich... Oh, Skydrop lasse ich jetzt mal. Ansonsten besitze ich hier den Easter Excavator. Ne, Easter Eliminator, was mein Godsword wird. Hier noch der Easter Eliminator, der von Spiky HD noch nicht abgeholt worden ist. Ansonsten habe ich hier die Full Bunny Rüstung und noch ein paar Ostereier übrig. Und die Full Bunny Rüstung hat leider schon viel Schaden genommen, denn ich wusste nicht, dass man die nicht fixen kann und habe versucht, die zu leveln. Bin dann mit den Lava gesprungen und dann stand da, dass man die nicht fixen kann. Das fand ich ein bisschen blöd. Aber es wird auf jeden Fall meine absolute Baurüstung werden. Denn damit kann man so hoch springen. Und wenn man sich dann hochstackt, dann geht so... Radadada. Dann kannst du dich halt immer gleich 4 Blöcke oder so hochstacken. Also sind das 4? Ja. 4 Blöcke gleichzeitig hochstacken. Das finde ich richtig krass. Ansonsten hier, meine Rüstung ist Full Immortal. Aus dem Blade of the Immortal und Bow of the Immortal habe ich so ein bisschen aus der Warzone bekommen. Hier sind noch ein paar Ostereier übrig. Und ich habe natürlich investiert in alle Schematics, jedes Schematic hier einmal. Und somit besitze ich jetzt außer dem Schrott, den ich nicht brauche, also Osterhasentrank und Superstorm Generator, alles, was man sich von Eiern kaufen kann. Das finde ich ziemlich krass. Und ich will mich auch jetzt mal bedanken bei allen, die geholfen haben. Es waren sehr viele, die geholfen haben. Entweder gespendet oder halt auf Bezahlung einen Generator bauen lassen. Und von diesen ganzen Leuten hier, wo ich jetzt die Inseln so zeige, das sind so ziemlich alle Namen, die mir dabei geholfen haben. Hier Big Digger, der war auch, also den habe ich in der letzten Folge vergessen zu grüßen, hat mir ein bisschen sehr geholfen. Okay, das müsste es gewesen sein. Jo. Ah ja, und weil das noch nicht heftig genug ist, habe ich hier eine coole Spitzhacke, nämlich den Easter Excavator mit Effizienz 5, Haltbarkeit 6, Glück 6, Autosmelt und Magic Touch. Das ist extrem krass wertvoll. Ist auch schon Level 24, fast 25, also fast voll hochgelevelt. Und ich liebe diese Spitzhacke so sehr. Die ist so unglaublich amazing. Ich habe ja auch immer meine Ender Chest, dass ich sie nicht verliere. Hier ist noch ein Emerald Spawner. Beziehungsweise ein Emerald Seed. Den kann ich noch platzieren, dann kann ich die Spitzhacke hochleveln. Aber ich glaube, jetzt habe ich erstmal Lust, in die Warzone zu gehen, weil ich so cooles Equipment habe. Ich gehe nochmal schnell ins Spawn, hol mir einen Goldapfel, also OP-Goldapfel. Dann hole ich, beziehungsweise dann wickle ich schnell meine Rüstung und dann geht es los. Dann let's go rein in die Warzone. Ich wollte eigentlich bei Süden dort hinten rausgehen, aber da standen dann ein paar Leute rum. Da hatte ich keinen Bock drauf, darum gehe ich einfach mal hier lang. Ich versuche trotzdem zum South Outpost zu kommen, denn da gibt es so einen coolen Spot, wo man innerhalb kurzer Zeit super viele Kisten looten kann. Die ganzen kleinen Leute lasse ich jetzt mal. Ich habe eh keinen Konfetti auf meinem Schwert, von daher würde mir das nichts bringen. Ich guck mal, ob ich einen halbwegs guten Fight finden kann. Irgendeinen Gegner, gegen den es sich lohnt zu fighten und der nicht mit mir Team ist. Hier auf der Kraneninsel ist auf jeden Fall niemand. Gucken, wie viele von den Dufte-Leute gerade online sind. Ja, da ist doch zum Beispiel. Mal gucken. Ich glaube, gegen den versuche ich zu fighten. Erstmal OP-Gottapfel essen. Ich
weiß nicht, inwiefern er besser ist als ich. Lol, auf jeden Fall leckt es ein bisschen. Oder er. Lol. Den habe ich ja gar nicht getroffen. Wäre jetzt mega peinlich, wenn ich gegen ihn fighte oder einen Fight beginne. Und danach einfach wegrennen muss. Okay, Skydrop. Skydrops. Oh Mann, er fällt nicht runter. Warum fällt er? Ja, jetzt. So, erstmal ein paar Mal runterschießen. Ah, jetzt ist er wieder runtergefallen, das ist gut. Hat der Shatter auf seiner Rüstung, auf seinem Schwert? Ja, offensichtlich. Aber nicht extrem. So, nochmal, bam. Ich muss ihn erstmal ein bisschen runterkriegen. Auch mal kurz geflash-healed. So. Oh, meine Güte. Ich krieg ihn nie runtergeschmissen. So, hier. Bam, bam. Ja, ich weiß, ich kämpfe gerade sehr mit dem Bogen, aber der Bogen ist halt viel besser als mein Schwert gerade. Oh, ich habe ihn gerade schon ordentlich ausgeteilt. Ordentlich ausgeteilt. Oh, da war er plötzlich. Ich glaube, ich esse nochmal einen Goldapfel. So, jetzt fliegt er doch mal runter. Hey, warum treffe ich ihn mit dem Pfeil? Warum prallt der Pfeil von ihm bitte schön ab? Ah, oh, meine Güte. Wie sieht's mit einer Rüstung aus? Halb, okay. Ah, oh, meine Güte, was ist denn hier los? Warum? Ey. So, jetzt erstmal. Dispel. Oh, verdammt, das war der Ender. Das war der Enderbow. Ja, RIP. So. Jetzt. Bowspam erstmal ein bisschen, dass er Schaden bekommt. Oh, oha. Okay, das ist jetzt der Moment, wo man zum Beispiel mal ein LOL, Hilfe! Flashy. Okay, ich sehe, es war keine gute Idee. Zu fighten. Zumindest nicht gegen ihn. Oh lol, jetzt bin ich zurückgebackt. Verdammt, das wollte ich nicht. Das finde ich mal unfair. Ernsthaft, warum treffen meine Pfeile ihn denn hier? Oh, ich glaube, jetzt bin ich kurz davor, dass ich wegrennen muss, weil meine Rüstung einfach down geht. Nein, warte, ich nehme schon wieder den falschen Bogen. Warum treffe ich ihn denn nicht? Oh, er kassiert aber auch. Er kassiert auch. Er kassiert. Ich glaube, er hat gerade auch Apfel gegessen. Vielleicht sollte ich ihn auch mal mit dem Schwert hitten. Oh, er kassiert, er kassiert. Er kassiert, kassiert. Ah, er hat einen Apfel gegessen. Verdammt, ich bin auch runter. Wieso hat er jetzt schon wieder keinen Knockback bekommen? Wie lang Apple Cooldown? Okay, nicht mehr viel. Los, flieg runter. Flieg runter. Yes. Oha, ich glaube, ich muss weg. Meine Rüstung ist kaputt. Meine Rüstung ist so hart kaputt. Okay, RIP für ihn. Er hat sich mit der Enderperle falsch geportet. Okay, sorry, dass ich abhauen musste, aber meine Rüstung, Alter, der hatte übelst Shatter drauf. Puh, ist das teuer. Ich glaube, ich habe nicht genug Money, um das zu reparieren. GG an dich. GG. Ich weiß nicht, ob ich ihn gekriegt hätte. Also er hat auf jeden Fall ordentlich kassiert, aber er hat halt meine Rüstung viel härter zerstört. Ich weiß nicht, ob ich ihn gekriegt hätte. Ich weiß nicht, ob er vielleicht meine Videos guckt. Wenn ja, dann schreib mir das mal bitte in die Kommentare. Dann, nur damit ich das weiß, wie das bei dir so aussah, ob du mich gekriegt hättest oder nicht. Das passt doch jetzt perfekt. Es ist Skydrop. Ich bin in der Warzone. Let's go. Ah, übrigens eine Sache, die ich nicht verstehe.
Es wurde jetzt in den letzten Folgen mehrfach bemängelt, dass meine Aufnahmen irgendwie in 10 FPS sind. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich so ist. Ich sehe das eigentlich nicht. Vielleicht liegt das bei euch am Handy, denn... Oder am PC, wo auch immer ihr guckt. Denn, also bei mir in der Aufnahme läuft, beziehungsweise mein Game läuft mit 120 FPS. Meine Aufnahme läuft mit 60 FPS. Ey, wenn du aber hier die Kisten nimmst, Geld, dann muss ich dich töten. Ach du Gott, wie viel Schrott ist da denn drinnen? Habe ich die Enderperlen rausgetroppt? Nee, gut, ich dachte schon. Ja, also guckt da nochmal nach, ob das nicht lieber wirklich an euch liegt. Wie gesagt, 60 FPS nehme ich auf. Mit 48 FPS lade ich dann hoch. Oh, Goldblock Seeds, das ist cool. Was war das für ein Helm? Schutz 3, ja, braucht kein Mensch. Mal gucken, so rüber, hui. Ach so, der Chunk war nicht geladen. Ja, gut. Ja, gut. Guck mal, ich habe gerade noch meine Enderperle fliegen gesehen. Da kamen sie an. Das Gute ist, jetzt weiß ich auch, dass hier definitiv die Kiste noch nicht gelootet ist. Nehme ich mir erstmal die hier oben. Denn irgendjemand hat es hierhin teleportiert, die Kiste gelootet und sich sofort wieder ausgelockt. Wovon ich nicht ausgehe. Was? Als ob? Hä, ich bin instant nach Skydrop hier hingerannt. Und als ob die Kiste jetzt gelootet ist. Ach so, da hat offensichtlich jemand einfach nur da gecampt. Gut, das ist Schrott, den brauche ich nicht. Aber die Sparkle Boots nehme ich mir mit. Dann müsste hier, glaube ich, irgendwo oben drauf noch eine Kiste sein. Ach, egal, ich gehe jetzt zu meiner Insel, beziehungsweise zu der Insel von jemandem. Zleri oder Zieri oder, warte, so, genau, Zleri. Der schreibt mich seit gefühlt 2 Tagen an, dass er ein Geschenk für mich hat und ich hatte nie Zeit, deswegen werde ich jetzt einfach mal drauf gehen. Wo ist die Insel hin? Erstmal AFK in der Warzone stehen und Inseln suchen. Da. Ich schreibe ihn mal an. So. Bin auf deiner Insel. Und dann warten wir. Ah, da ist er schon. So, jetzt bin ich gespannt. Oh, lol. Alles klar. Okay, also das Blade of the Immortal brauche ich nicht. Aber Alter, der hat ja übelst krass. What the fuck? Ersatz, ich habe davon 3 Stück. Nein, danke. Ich habe 3 Stück davon. Witzig, er hat einfach auch 3. Alter, der hat mir übelst viel Dust gegeben. Hey, das ist perfekt. Ich brauche davon so viel. Wie viel? Vielen Dank. So. Und this message looks like spam. War gerade schon Warzone und meine Rüssi ist ein bisschen kaputt. Und Rüssi Block. Hä? Okay. Ich glaube, ich sollte ein paar Is rausnehmen. Ah ja. Ich schreibe so eine MSG sofort. Spam! Stopp, du darfst es nicht schreiben. Dass wir hier, this message oder sowas. Wenn du so hi schreibst und der nächste auch schreibt, dann steht so this message already sent 5 seconds ago oder sowas. Das ist so nervig. Ich hasse diesen Spam-Manager. Gut, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf meine Insel. Gucken wir mal, was wir noch so anstellen können. Denn einerseits habe ich hier jetzt ja super viel das noch bekommen. Andererseits habe ich auch selbst noch super viel das hier in so einer Kiste. Genau, hier. Super, super viel das. Und ich würde sagen, ich mache mir jetzt hier mal eine eigene Kiste auf. Nur für das. Hier ist noch jede Menge. Crater Arcane Dust. Oh, hier sind meine Flash Heals. Ich habe meine Flash Heals gefunden. Lol. So. Das kann raus, das kann raus, kann raus. Ups, das hätte nicht rausgemusst. Hier ein Buch und ganz viel Crap. Oder Crap nicht, aber ganz viel Zeug, was jetzt nichts mit das zu tun hat. Hier ist noch
hier sind noch Bad Bombs, die kommen da. Da. Und hier seht ihr jetzt mal so ein paar Sachen, was ich immer bekomme, denn ich habe gestern irgendwie gefühlt 7 Skydrops mitgemacht und jeweils so 6 Kisten rumgelootet und habe da so viel Zeug bekommen. Also ich glaube, ich bin inzwischen fast 2-mal Full Immortal und hier müsste auch überall noch das rum. Mal gucken, jetzt wird sich hier wieder mein schöner Tunnelblick zeigen. Ich werde die einfach übersehen oder den Dust einfach übersehen. Hier ist nochmal Crater Arcane Dust. Hier ist nochmal Arcane Dust. Nochmal Arcane Dust. Das war's. So. Der will mir... Warte, wie viel sind das? 100.000. Der will mir 1 Million schenken. Alles klar. Er dachte sich einfach mal so... Okay, ich schenke mir 1 Million. In der Zwischenzeit habe ich hier auch mal meinen Dust sortiert. Also erstmal, ich weiß nicht genau warum. Aber... beziehungsweise ich würde es auch eigentlich nicht annehmen. Aber ich brauche das Geld halt gerade wirklich. Also, ja, und danke. So, dann kann ich hier meinen schönen Immortal Helm reparieren. Fix it. Alter, das kostet immer so viel. So, jetzt zuerst die Chestplate anziehen, damit nicht das Tank verloren geht, wenn der Helm kaputt geht. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, was ich noch so machen kann heute. Denn ich denke... Ich sollte mein Sword Soul bauen. Übrigens mein Sword, kein Support. Ich weiß, ich habe irgendwie in der letzten Folge gefühlt 200 Kommentare bekommen, dass es Sword und nicht Sword ausgesprochen wird. Oder Sword. So, da mal gucken. Irgendwo müssen hier noch jede Menge Emerald Spawner rum. Ich habe jetzt einfach mal alle Spawner rausgesucht. Und mache mir jetzt einfach mal, ich guck mal, habe ich hier noch irgendwo eine leere Safe Chest? Nee. Dann nehme ich mir einfach jetzt diese Safe Chest hier. Vor allem das ganze Zeug woanders rein. In der Chest da drüber müsste noch Platz sein. Jo, vor allem das hier einfach mal da rein. Und pack hier die ganzen Sachen zum Verkaufen gleich rein. Außerdem habe ich natürlich Arcane Dust übersehen. Wer hätte es erwartet? Ich schon. Jetzt place ich einfach mal die Spawner. Ich habe hier genug Redstone Blöcke. Außerdem muss ich den Generator wieder reparieren. Denn der ist kaputt gegangen, weil irgendjemand mit Reserve abgebaut hat und da sind die Pistons explodiert. Ich weiß nicht, warum das vom Server so gemacht ist, dass die Pistons explodieren. Ergibt aus meiner Sicht keinen wirklichen Sinn, aber ist halt so und deswegen muss ich das dann jedes Mal wieder reparieren. Jetzt muss ich erstmal warten, irgendwo muss jetzt ein Spawner gleich aufhören. Aber erstmal muss ich am Spawn mir neue Pistons kaufen, denn ich habe gar keine mehr. Schnell mit Rage hingerannt. Pistons gekauft. Ach so. Musste erstmal wieder ein bisschen laggen. Da vorne ist schon der Engineer. Da. Rechtsklick. Falsche Pistons gekauft. Verdammt. Yes, go. So. Dann tue ich die hier einfach mal rein. Und jetzt muss ich das dort hinten reparieren. Hier sind auch noch Spawner. Meine Güte. So viele Spawner, das ergibt so viel Money. Ich glaube, keine Ahnung, wie viel ich dadurch bekommen werde denn insgesamt. Vielleicht 2 Millionen. Oh lol, verdammt. Das Lava. Das darf die da aber nicht. Die darf da nicht sein. Wie ist die da hingekommen? Ich glaube, das dauert erst mal eine kurze Weile, bis ich das habe. Sehr gut, da funktioniert der Generator doch wieder. Jetzt wäre ich fast runtergefallen. Alles passt wieder? Jo, perfekt. Ich habe hier ein wildes Gemisch aus allen möglichen Erzen. Jetzt hole ich mir meine schöne Spitzhacke mit Glück 6. Hier ist noch die mit Glück 5. Ich glaube, ich müsste die auch mal fixen. / fix. Ja, das geht sogar vom Preis her. Ich dachte, das ist viel mehr. So, dann baue ich das hier ab. Ich weiß, ich könnte das jetzt natürlich alles reserven, aber das ist mir zurzeit aufwendig. Mal gucken, wie viel das insgesamt wird. Ich glaube, ich werde es auch nicht schaffen, alles in dieser Aufnahme abzubauen. Abgesehen von den zwei Legendary Relikten und einer Angstchen-Drohne, die ich jetzt
einfach mal öffnen werde, so zum Ende dieser Folge. Und ich hoffe, da kommt was Gutes raus. Abgesehen von denen werde ich, lol, bin ich hochgeflogen, jetzt gleich noch das Zeug verkaufen. Es kam Only Crap raus. Die Goldäpfel nehme ich mal. Ja gut, ich nehme mal alles mit. Ich werde es vermutlich eh nie brauchen. Das kann ich dann verkaufen. / aha, sell 0, 300. So. Nee, 0. So. Hallo? Warum kann ich das nicht mehr machen? Das ging doch mal. Ach, aha, sell mit Doppel-L. Vergessen. So. Okay, 1. So, aha, sell 1. Da ist das Ding drin, vielleicht will es jemand haben. Ich brauche es nicht. Ich würde sogar Geld dafür geben, dass ich es weggebe. Also irgendwie so 100 Stück, 100 Stars dafür bezahlen, dass ich es nicht mehr habe. Naja, jetzt das Zeug, was alles zusammengekommen ist. Einfach mal hier überall rausholen. Zack, zack. Oha, das ist viel. Na, guck mal, ich habe jetzt 650k. Hä, habe ich hier noch Emerald Blöcke vergessen? Oh lol, hier ist auch noch was drin. Ja gut. Hä, wo kommt das denn alles her? Ach, hier ist noch was in den Trichtern drinne. Oder? Hä? Nee, was? Das müsste es jetzt gewesen sein. So, ich überlege, ob ich auch Eisen und Gold mitnehme. Mal gucken. Okay, mein Inventar wird auf jeden Fall voll. Ich glaube, ich sammle das mal alles zusammen. Alles, was ich jetzt hier zum Verkaufen habe, ist jetzt in meinem Inventar. Und ich denke, das wird sehr, sehr, sehr viel Geld. Oh lol, ich habe gerade einen Drop-Event. Lol. Hier ist einfach eine Soul Sand Seed. GG, also das hier brauche ich echt gerade nicht. Aber lol, also den Soul Seed Sand, den nehme ich gern. Soul Seed. Soul Sand Seed. Wort mit 3 S. Ganz komisch. So, jetzt Verkauf. Ich glaube, ich gehe, weil es so viel ist, sogar hier mal dahin. Ich meine, es macht zwar keinen Unterschied, aber schon aus Prinzip. So, erstmal das wenig Wertvolle. Es bringt schon 150k. Jetzt die Dias. Schon 1 Million. Und jetzt nochmal 3-mal so viel. 3 Millionen. Easy. 5 Millionen habe ich jetzt. Das ist doch der perfekte Abschluss für eine Folge Skybones. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.